Ich leuchte. Ich bin erleuchtet sozusagen. So, jetzt sieht man mich zwar kaum, aber macht nichts. Folgendes. Inzwischen regnet es. Demzufolge bin ich sehr glücklich, dass ich mir hier ein Lager aufgebaut habe, weil aufgrund dessen, dass ja noch so mehr oder weniger Winter ist, nicht genügend Laub zur Verfügung steht, um mich hier irgendwo unter den Baum zu verkriechen. Und ich habe ja immer grundsätzlich Angst, dass meine Kamera nass wird. Dementsprechend habe ich jetzt gar nichts dagegen, dass das gerade kein akutes Problem darstellt. Oh Freude, oh Freude. Gut, jetzt, sobald ich hier meine Akkus richtig verpackt habe, ich habe gerade gewechselt, deswegen, das ist übrigens meine Akkubox. Erkennt zufällig jemand so eine Dose? Das ist eine Schutzhülle für Gameboy-Spiele, der alte Gameboy. Nur für diejenigen, die sowas unterhaltsam möglicherweise finden könnten. Gut, jetzt sieht man mich, wie gesagt, eben scheiße wegen Licht. Ich werde auch gleich meine Stirnlampe wieder anmachen, wenn ich euch irgendwas zeige. Aber da ich mich jetzt gerade nicht selber anleuchten kann, ohne das Ding vom Kopf zu nehmen und dazu zu faul bin, machen wir das jetzt gerade aktuell mal auf diesem Wege. Was ich hier jetzt habe, ist eben besagte entsprechende Buschbox und die werde ich jetzt auch in die Kamera halten, aber ich wollte zum Beginn dieses Videos halt einfach mal einmal kurz zu sehen gewesen sein, damit ich ein tolles Thumbnail habe, wo meine Fratze mal wieder im Bild zu sehen ist und irgendeinen unglaublich intelligenten Eindruck vermittelt. Gut, also was jetzt hier schon aufgebaut rumsteht, das ist jetzt eben diese Buschbox LF, heißt die, glaube ich. Das ist halt die mittlere. Ich habe keine Ahnung, wofür LF steht und das ist mir ehrlich gesagt auch lang wie breit. Jedenfalls habe ich die jetzt schon aufgebaut und Moment. Selbst dieses idiotensichere Ding braucht ein bisschen, bis Ben damit umgehen kann. Und damit habe ich sie jetzt auch schon wieder abgebaut. Ne? Faszinierend. Ist nämlich wirklich idiotensicher. Die hat quasi den Klappmechanismus von der großen Buschbox und ist kein Steckhobo mehr wie die kleine Buschbox. Das heißt, man kann keine Teile verlieren, was sicherlich ein gewisser Vorteil darstellt. Und das Ding ist halt wirklich rucki-zucki einsatzbereit, nämlich jetzt. Also so idiotensicher, dass auch ein Ben es verdienen kann. Und damit ist es idiotensicher, weil ja bei technischen Dingen bin ich ja bekanntlich ein solcher. Wiegt, glaube ich, irgendwas um die 500 Gramm, bisschen mehr, weiß ich nicht, technische Daten, könnt ihr alles nachlesen. Was mich jetzt eigentlich interessiert, ist eben, funktioniert dieses Ding jetzt besser als so ein kleiner Mini-Hobo oder, ja, angeblich, habe ich jetzt gelesen, bei den paar Kundenrezensionen, die es jetzt zu dem Ding schon gibt, soll die ähnlich gute Brenneigenschaften, also ja, Zugeigenschaften aufweisen wie eine ganz große, ein ganz großer Hobo oder zumindest die große Buschbox vergleichbare und ja, es passt halt einfach auch mehr Brennmaterial rein. Ich darf also hoffentlich davon ausgehen, dass ich hier nicht allzu dauernd was nachlegen muss, was man bei der kleinen Buschbox halt eben schon muss. Da ist man sozusagen quasi ständig am Nachlegen. Empfinde ich jetzt nicht als schlimm und deswegen finde ich die kleine Buschbox immer noch nicht schlecht, aber das ist auf jeden Fall sicherlich irgendwo ein Komfortfaktor, wenn man keine Lust hat, da dauernd was nachlegen zu wollen. Das kann ich auch irgendwo dann nachvollziehen. Rücken wir das Ding noch ein bisschen besser ins richtige Licht. Ne? Ja. Werde die jetzt mal gleich auch anwerfen, weil weiß nicht, worauf ich sonst noch warten sollte mit dem Befeuern. Habe jetzt eben beim Weg hierher praktischerweise noch ein wenig Birkenrinde gefunden. Die ist jetzt mal ausnahmsweise gar nicht aus dem heimischen Vorrat, sondern wie gesagt unterwegs eingesammelt. Von einer toten Birke übrigens, bevor mir jemand was Böses unterstellt. Upsa, das ist was anderes. Kommt in den Drecksack. Ja, der Drecksack. Und ab in den Drecksack. So. Immer schön Müll mitnehmen.
Gut, ja, und dann werde ich das Ding auch gleich mal befeuern und fleißig Holzchen hinterher werfen. Ich habe hier ultradünnes Material. Das wird hoffentlich gar nicht nötig sein. Jetzt, ja, irgendjemand anders muss ich dann halt die Mühe machen, das Ding unter miserablen Bedingungen auszuprobieren. Mein Holz ist nicht trocken. Es hat die letzten Tage immer mal wieder einiges geregnet. Habe aber natürlich trotzdem das Trockenste genommen, was im Wald zu finden ist. Und da ich heute faul bin, habe ich hier ein ultralanges Streichholz. Außerdem, so langsam bin ich vom Trip des das einzig wahre zum Feuer anzünden ist ein Feierstil. Langsam, aber sicher bin ich da runter. So, inzwischen ist mir das irgendwie so ein bisschen, ja klar, lustig sind sie, machen Spaß, aber wo steht geschrieben, dass man sein Feuer unbedingt mit einem verdammten Feierstil anzünden muss? Wah! Memo an mich, Kamera nicht anzünden. ja, jetzt geht's wieder. Okay, also das haben wir jetzt gelernt. Kamera nicht anzünden. Ja, und tatsächlich ist das jetzt doch eine Flamme, die da derartig schnell und derartig gut rauskam, dass ich damit schon mal nicht gerechnet habe. Und so schnell kann ich ja gar nichts reinschmeißen, wie das vor sich hin brennt. Naja. Ja, ich bin halt eben die andere Buschbox gewöhnt. Da fängt man wirklich am besten mit so kleinen Scheiß an. Hier könnte ich vermutlich auch gleich schon was Größeres reinwerfen. Das ist schon beeindrucksvoll, wie ein Mitschüler in der Grundschule von mir in seinen Grundschulzeit-AD-Artikel im Grundschulzeit-AD-Heft geschrieben hat. Beeindrucksvoll. Aus irgendwelchen Gründen fand ich das damals so dämlich, dass der beeindrucksvoll schreibt, dass mir das geblieben ist und ich das Wort beeindrucksvoll bis heute sehr gerne verwende. Ja, also mir ist durchaus bewusst, dass das nicht beeindrucksvoll heißt. Und es dieses Wort eigentlich gar nicht gibt. Juhu! Ja, ich muss sagen, das überzeugt mich ganz außerordentlich. Das brennt ja wie Schnitzel. Und zumindest das Zeug, was ich jetzt reinschmeiße, das ist wirklich nicht besonders trocken. Also, heieiei. Also das ist auf jeden Fall also ein deutlicher Unterschied zu dem kleinen Ding. Man kann da richtig merken, wie da die Luft reinzieht. Und das, obwohl ich das jetzt hier eigentlich ein bisschen suboptimal aufgestellt habe. Ja, doch. Und das ist wirklich kein trockener Solz. Cool. Ich glaube, da habe ich mein Geld sinnvoll investiert. Selbstverständlich ist das Ding kein Werbegeschenk oder sonst was. Das ist selbst gekauft. Und mir ist es im Übrigen scheißegal, ob irgendwelche Werbepolitik von Bushcraft Essentials irgendwie böse ist oder nicht und die mit negativer Kundenmeinung komisch umgehen oder nicht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass dieses Teil hier gut brennt und das tut es. Aber man muss aber natürlich nochmal dazu sagen, ich weiß, dass die Hobo-Diskussion recht erbittert geführt wird und dass da auch wieder zu religionsartigen Konflikten, Meinungen und Ansichten kommen kann. Und möchte an dieser Stelle deswegen darauf hinweisen, ich habe jetzt damit bloß zwei Hobos. Dieses Ding und die kleine Buschbox. Jetzt habe ich da doch genügend nasses Holz scheinbar reingeschmissen, das nicht mehr ganz so fröhlich brennt. Sollte aber auch auf keinen Fall ein Problem sein. Okay, es folgt, Bens, muss ich sagen, erste einigermaßen ernstzunehmende Kocheinlage auf einem Hobo-Kocher. Ich muss sagen, ich habe bisher mit den Teilen eigentlich immer nur Wasser und einmal einen Topf Ravioli warm gemacht, was noch schneller geht als Wasser. Also kann man nicht behaupten, dass das jetzt eine großartige Herausforderung gewesen ist. Werfen wir da doch noch mal ein bisschen was rein, bevor wir das Pfännchen draufstellen. Kann man ja noch schön von oben bedienen, solange die Pfanne eben nicht draufsteht. Aber ich glaube, das sollte auch erstmal reichen. Ich will auch nicht zu viel Hitze an der Pfanne haben. Jedenfalls, die habe ich jetzt auch eigentlich nur zu diesem Zweck dabei und ich will da jetzt auch gar kein allzu großes Geköch betreiben. Was ich allerdings jetzt machen werde, ist
Ja, wo ist es denn? Da ein wenig Öl in die Pfanne geben. Habe für diesen Zweck hier so einen Prepper-Stick. Natürlich raus wieder dahin, wo der Ben sitzt. Man schneide da das obere Ende ab und zack, hat man ein wenig Öl in die Pfanne gegeben. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt einigermaßen sehen. Ich bin mir da gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ja, also spätestens jetzt ist bewiesen, dass es sich um feuchtes Holz handelt. Geben wir mal noch ein wenig mehr Öl in die Pfanne. Ja, so sieht die Sache schon anders aus, ne? So, mehr Öl habe ich auch gar nicht dabei. Das Problem ist, diese Pfanne ist jetzt keinesfalls eine Feuerpfanne, sondern das Ding ist einfach eine uralte Pfanne aus der Küche, die keiner mehr gebraucht hat. Habe ich bei meiner Mutter geklaut. Und das hier ist übrigens ein Eierkoffer. Ne? Sieht man. Das ist ja eindeutig ein Eierkoffer. Was soll das sonst sein, wenn nicht ein Eierkocher, Koffer? Und in besagtem Eierkoffer befinden sich ein Ei und Speck. Relativ fettarmer Speck, weil ich mag fettarmen Speck irgendwie lieber. Und das schmeißen wir jetzt mal da rein. Ah, so funktioniert das auch prima. Da brennt nämlich der Hobo gut und brennt mir das Bein ab. lecker. Ah, scheiße. Also dieses Teil ist ja echt der Wahnsinn, wie das brennt. Also bei der kleinen Buschbox hätte ich jetzt, während ich hier am Brutzeln bin, schon mal zwischendrin was nachlegen müssen. Zumal der brennt ja jetzt auch schon eine Weile, der Hobo. Da ist ja dann irgendwann auch unten entsprechend das Rost verstopft und die Luftzufuhr lässt nach und so weiter und so fort. Eigentlich. Ja, cool und fertig. Jetzt hätte ich theoretisch sogar noch eine Kartoffel dran machen können. Egal. Machen wir uns noch Toast. Dazu ein wenig Toast. Haha. Buschbox-Toast. Ich vermute mal schwer, dass das eigentlich funktionieren sollte hier. Mal gucken. Test. Oh ja. Schon ein bisschen braun. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich bin halt eben wirklich nicht der beste Multitasking. Vernünftig filmen plus vernünftig kochen. Ich kann schon beides nicht richtig. Also, wenn man beides kombiniert, dann wird es schlimm. Zwiebel wäre noch gut gewesen. Ah, krass. Das ging ja flott. Gut, Toast Nummer 1 fertig. Heiß. Also auch in ihrem jetzigen Zustand, wo da wirklich keine Flamme mehr drin ist, sondern alles nur noch Glut, kann man ja schön hören, eignet sich das Ding immer noch wunderbar zum Brutzeln. Also da ist noch immer richtig gut Hitze vorhanden. Also wenn man sich was Einfaches brät, wie eben Eier, das funktioniert absolut tadellos.
Das geht am Herd auch nicht besser daheim und da macht es erheblich weniger Spaß. Ich bin begeistert. Ja, das esse ich jetzt erstmal. Nam, nam, nam. Schmeckt gut. Und ich muss doch meiner Begeisterung noch mehr Ausdruck verleihen. Habe jetzt gerade aufgegessen. Habe noch eine Handvoll kleine Stöckchen reingeschmissen. Habe eine Handvoll größere Stöckchen reingeschmissen. Die war runtergebrannt. Also da war noch ein bisschen Glut unten drin gefühlt. Und jetzt, ja, seht ihr selber. Ich habe noch zwar einmal wirklich minimalst reingepustet und fertig. Und überhaupt beim Anzünden von dem Ding habe ich ja gar nicht pusten müssen. Das muss man bei der kleinen Buschbox dann doch meistens. Also das ist wirklich für mich, der ich Hobo-Kocher ja eigentlich noch nicht so lange benutze und auch nicht so gewöhnt bin. Und wie gesagt, eben bisher nur die kleine Buschbox hatte und davor mal eine selbstgebaute Konservendosen-Hobo-Kocher. Der, ja, das war mehr eine Feuerdose. Also da habe ich nicht jetzt allzu viel gemerkt von einem Kamineffekt. Ah, das Teil habe ich eben gesucht. das ist der Raclette-Schieber. Ja, Raclette kommt nachher. Jetzt ist erstmal noch genießen mit dem Feuer. Und ja, also ich muss sagen, das Ding ist jetzt nicht nur dafür da, dass man sich nur mal eben schnell gerade eben mal ein bisschen heißes Wasser herstellt, sondern das kann man auch tatsächlich als Ofen verwenden, weil es wärmt jetzt ganz angenehm, muss ich sagen. Also so ein kleines Feuerchen ist ja schon eine durchaus wesentliche Wärmequelle. Bin wirklich begeistert, wie toll das brennt. Aber das seht ihr ja selber. Und rauchfrei jetzt in diesem Zustand. Also eine brennende Empfehlung für dieses Teil. Was kostet das? Ich glaube 60 Euro oder was. Ungefähr. So in etwa. Nein, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich jetzt baff. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so toll funktioniert. Da braucht man ja überhaupt kein vernünftiges normales Lagerfeuer mehr machen, also außer zu Survival-Übungszwecken und aus Spaß an der Freude. Aber von der Effizienz her, hei. Also das ist toll. Und gerade eben das Hantieren mit so einer Pfanne, wenn man die da drüber halten kann, eben entsprechend, ja, seht ihr ja gerade. Also nur so beispielhaft jetzt. Ich will nicht meinen Spork kochen. Ich finde die kleine immer noch gut. Ich meine, die kannst du in der Hemdtasche mit dir herumschleppen. So als ja, zusätzlicher Backup-Notkocher oder was ist die cool. Aber dieses Ding, das ist jetzt schon ein Unterschied. Und die ganz große will ich trotzdem nach wie vor nicht haben. Also die ist mir zu groß. Die kann ich ja nicht mehr transportieren vernünftig. Ja, also da bin ich jetzt wirklich baff. Aber nochmal, ja, also für die Hobonauten unter euch, ich habe keine großartigen Vergleichsmöglichkeiten. Es kann also jetzt durchaus sein, dass ihr irgendeinen großartigen Holzvergaser habt, der mindestens so toll und dreimal besser ist. Das weiß ich alles nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dieses Ding funktioniert auf jeden Fall. Gut, jetzt genieße ich noch ein wenig Feuer. Dann mache ich mir noch mein Raclette nachher. Und überlege noch, ob ich in der Zwischenzeit noch irgendwas erzählen möchte, aber zum Buschbox-Dingens soll es das in diesem Video jetzt gewesen sein und beim nächsten geht es dann weiter. Irgendwann gehe ich dann auch mal wieder heim. Mal gucken.